Vier Botschaften für die neue Zeit, Elon und Aran. Es ist uns eine Ehre zu sprechen. Wir hoffen, euch Menschen dadurch helfen zu können, besser mit der jetzigen Zeit klarzukommen, im Reinen mit euch zu sein. Elon spricht: Dir geht es vorwiegend darum, eine Erleichterung für dich, für die Menschheit zu finden, wie ihr mit dieser Umbruchzeit der Erde umgehen könnt, das weiß ich. Nun, lass es mich in einfache Worte fassen. Vergesst die Freude nicht. Ihr seid müde von all dem, was passiert, müde von all dem vielen Kämpfen. Was aber, wenn ich euch sage, ihr müsst gar nicht kämpfen, denn alles ist bereits entschieden? Wir alle sind Licht und Liebe. Wir alle sind da, wo wir sein sollen. Wir alle haben entschieden zu sein, wo wir sind. Wir alle. Ein jeder hat seine spezielle Aufgabe hier. Erkennt diese. Das ist wichtig. Der eine ist zur Unterstützung da. Ich meine, es gibt so viele Lichtarbeiter, aber auch verlorene Seelen, die vergessen haben, was sie sind, wer sie sind. Wenn diese jetzt aufwachen und sie sind orientierungslos und sie suchen Halt, so sei der Halt. Die Lichtarbeiter und Sternensaten, die hierher inkarniert sind, sie sind alle aus einem bestimmten Grund da. Der Erde zu helfen, sich in eine neue Dimension zu bewegen. Ihr seid Geburtshelfer. Du denkst gerade daran, wie es dann sein kann, dass so viel Schatten auf euch zu lasten scheint. Wo Licht ist, ist auch Schatten, oder noch besser, das Licht ist dafür verantwortlich, dass es Schatten gibt. Dennoch erhält eine noch so kleine Flamme die Dunkelheit. Was ihr nie vergessen dürft, alles hat sein Gleichgewicht. Je mehr Licht es gibt, desto mehr Schatten wird kommen. Je mehr Schatten wir haben, desto heller wird das Licht benötigt. Zwei Seiten einer Medaille. Nichts ist gut und nichts ist schlecht. Ihr seid hierher inkarniert, um das zu lernen. In dieser Inkarnation gibt es eben diese Dualität. In der feinstofflichen Welt gibt es diese Dualität nicht. Wir sind alle Licht und ein jeder hat seine eigene Frequenz. Dies bedeutet aber nicht, dass ihr keinen Einfluss auf eure eigene Frequenz habt. Im Gegenteil, ihr seid verantwortlich für eure Frequenz und es ist wichtig, euch täglich neu auszurichten. Wo willst du dazu gehören? Zum Licht? Zum Schatten? Was tut dir gut? Was fühlt sich richtig an? Entscheide dich jeden Tag neu. Eines Tages gehen wir alle zurück zur Quelle und sind eins. Wir sind immer eins und nie voneinander getrennt. Dennoch gehen wir in die Urquelle zurück. Die Erfahrungen, die ihr hier macht, sie dienen euch, um zu lernen. Alles, was hier passiert, erfahrt ihr, weil ihr lernen wollt. Ihr wollt das so. Alles. Ihr habt euch dazu entschieden. Aber ihr könnt euch auch entscheiden, wie ihr damit umgehen wollt. Wollt ihr leiden und euch suhlen in eurem Schmerz? Dies wäre eine niedrige Frequenz und würde dazu führen, dass der Umbruch länger dauert. Oder wollt ihr mit Freude und Leichtigkeit durchs Leben gehen? Die lichtvollen Frequenzen beschleunigen die Geburt. Es ist immer eure eigene Entscheidung. Wenn ihr das erkannt habt, dann wisst ihr schon viel. Aran spricht: Auch wenn euer Seelenplan bereits geschrieben steht, so habt ihr doch den freien Willen, den ihr ausüben könnt. Ihr sollt das sogar. Viele von euch haben vergessen, wie es sich anfühlt, den eigenen Willen frei zu leben. Aber das ist sehr wichtig. Ihr müsst raus aus dem Schlaf und erkennen, wer und was ihr wirklich seid. Das ist der Schlüssel. Ihr werdet von dunklen Wesenheiten klein gehalten. Es obliegt euch selbst, euch mit Dingen zu umgeben, die euch aus diesem Schattendasein, in das ihr gezwängt wurdet und in das ihr euch selbst gezwängt habt, zu entkommen. Würfelt neu. Das Spiel ist nicht vorbei. Die Schachfiguren stehen auf dem Brett, jede einzelne. Einige sind schon aus dem Spiel. Sie haben diese Welt verlassen. Alles, was passiert, ist nur ein Fingerzeig für dich, um weiter zu erkennen. Doch viele stehen noch auf dem Feld und sind bereit, die Königin zu verteidigen und den König zu beschützen. Seid clever. Elon spricht:
Es ist wie eine Pflanze. Lange Zeit schläft sie, im Winter, dann ruht sie. Aber wenn die ersten Sonnenstrahlen auf die Erde fallen, dann erwacht sie. Sie streckt ihre ersten Blätter aus der Erde, streckt sich und wächst, bis die Knospe kommt. Und irgendwann, wenn sie nur mit genug Sonne, Wasser und guter Erde gespeist wurde, dann öffnet sie ihre Blüte und zeigt ihr wahres Sein mit all ihrer Farbe und Pracht. Dann steht sie in voller Blüte und ist wunderschön. Sie zieht Bienen und andere Insekten an, die sich an ihr laben, und die Blume nährt sie mit ihrem Nektar. Ihr seid diese Blume. Wenn ihr erstrahlt und erkennt und in eurer vollen Kraft steht, so könnt ihr andere leiten, die gerade noch in der Knospenphase stehen. Diejenigen, die niemals ihr Köpflein aus der Erde stecken, weil sie sich nicht von der Sonne geküsst fühlen wollen, schickt ihnen Liebe. Aber es ist nicht eure Aufgabe, diese Pflänzchen zu gießen. Pflanzen wachsen nicht schneller, wenn du an ihnen ziehst. Ganz im Gegenteil, du zerreißt sie dann. Alles geschieht zum richtigen Zeitpunkt. Aber einiges geschieht gar nicht. Diese Seelen, die nicht voll erblühen wollen, gib keine Energie hinein, die dir dann fehlt. Sende Liebe. Sende Licht. Dann lass los. Konzentriere dich auf das, was für dich und dein Wohlbefinden wichtig ist. Sei achtsam mit dir selbst. Richte dich aus. Schöpfe neue Kraft. Die Natur hilft dir dabei. Sende auch dir selbst Liebe. Jeden Tag, wann immer du daran denkst. Sie nährt dich. Bitte auch deine geistigen Führer, wie wir es sind, um Hilfe und Beistand. Wir kommen gerne. Aber bittet. Ohne eure Bitte können wir nichts tun, denn wir achten den freien Willen und wir helfen nur zum höchsten Wohle aller. Ich denke, das genügt für heute. Alles Liebe dir, geliebtes Wesen. Elon und Aran.